Hallo liebe Freunde, liebe Abonnenten. Es ist mir eine große Freude, euch heute eigentlich mal etwas zu einer Göttin vorzustellen, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt, weil sie mir auch selber schon sehr geholfen hat. Die Rede ist von Lilith oder auch Lilithu. Und ich habe mal geguckt, es gibt zwar sehr viel im Internet oder so, aber wenig Konkretes. Und das wollte ich doch mal ein bisschen aufklären, auch was ihr vielleicht machen könnt, um sie zu erreichen, um sie euch vielleicht auch bei euren Zaubern und so mit einzuspannen. Lilith selber wurde schon ungefähr vor 6000 Jahren verehrt, wahrscheinlich schon wesentlich früher. Wahrscheinlich geht sie auf wesentlich ältere Ursprünge noch zurück, die allerdings auch im Dunkel liegen. Lilith wurde seitdem eigentlich kontinuierlich verehrt und hat dadurch natürlich auch eine ganz besondere Kraft und Macht. Und wer mal mit Göttern oder mit Wesen gearbeitet hat, der weiß, dass beispielsweise Gottheiten, die sehr lange Zeit nicht angerufen worden sind oder wenig verehrt worden sind, dass halt auch die Kräfte irgendwo ganz schwer sind für Menschen zu erreichen. Bei Lilith ist das anders. Erstmal die generelle Frage, die viele wahrscheinlich auch erstmal stellen, ist Lilith ein Dämon, also eine Dämonin, oder ist es eine Göttin? Diese Frage, muss ich euch sagen, kann ich euch nicht mal mehr genau beantworten. Ich denke, sie ist beides. Sie wurde, wie gesagt, zu altsumerischer Zeit bereits verehrt. Es gibt sehr deutliche Hinweise darauf, dass sie als Göttin mit dämonischen Eigenschaften halt auch verehrt worden ist. Ich sehe sie auch als solches. Ich denke, so wie sie heute hingestellt wird, da sehen Sie die einen als Göttin, die andere als dämonischen Succubus. Das sind alles nur Teilaspekte und das wird ihr eigentlich nicht gerecht. Wie gesagt, aus dem Grund, ihr könnt euch selber mal gerne schlau machen. Ihr könnt selber mal, beispielsweise, es gibt einen schönen Wikipedia-Artikel, der sehr sachlich gehalten ist. Und da könnt ihr euch selber auch mal ein Bild darüber machen, eigentlich, wie vielschichtig sie ist. Zudem wird sie heute auch seit einigen Jahrzehnten auch von der Frauenbewegung sehr verehrt. Sie steht für Emanzipation. Auch da gibt es halt Mythen und Legenden. Sie steht sie hat eine bedeutende Rolle in der Kabbala und in der jüdischen Mystik, in jüdischen Magie allgemein. Aber das wollen wir jetzt auch erstmal ganz außen vor lassen. Was mir erstmal wichtig ist, wie kann man gerade im Hexentum oder gerade als frei fliegende Hexe, wie kann man dort mit Lilith eigentlich zusammenarbeiten, ist ein schlechtes Wort dafür, aber wie kann man mit ihr eigentlich irgendwo was zusammen erreichen? Und es gibt eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit, sie anzurufen, und die möchte ich euch heute mal erläutern. So, erstmal gibt es mehrere verschiedene Bilder von ihr. Das bekannteste, ich habe hier mal ein Bildchen von ihr auch, das bekannteste ist das sogenannte Burney Relief, was sie darstellen soll. Ich zeige das mal. Ich werde aber auch, ihr werdet auch dann demnächst, oder ihr werdet dann auch, wie gesagt, das ist das Burney Relief. Und ich werde euch auch noch mal zwei Bilder in das Video mit einarbeiten. Das eine Bild, was mir persönlich gefällt, ist ein neueres gemaltes Bild, was ich im Internet gefunden habe. Der Link ist unten in der Beschreibung dazu. Was ich persönlich wesentlich treffender finde bei dem Burney Relief, ich mag halt so diese klassischen Abbildungen, ist halt die Frage, ob es wirklich Lilith darstellt. Es gibt keine schriftliche Wiederlegung darüber, welche Göttin es ist. Man nimmt auch an, dass es vielleicht auch Inanna gewesen ist oder wer auch immer. Ich persönlich denke, dass es sich dabei nicht um Lilith handelt. Ich hatte hinterher merkwürdige Träume gehabt, die das irgendwo bestätigt haben. Ich will mich da jetzt aber auch nicht festlegen. Ich weiß nur, wer Lilith mit diesem Bild rufen will oder unter Anrufung dieses Bildes kann das tun. Sie wird auch kommen, ich habe das auch getan. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde das Bild einfach sehr schön und sie fühlt sich auf jeden Fall angesprochen, wenn man sie über dieses Bild auch ruft. Lilith ruft man generell nur zu Vollmond an.
Und nicht zum Neumond, vergesst es, nur zum vollen Mond, dann ist auch ihre Kraft am stärksten. Wenn ihr ein Bildchen beispielsweise von ihr fertig macht, macht ihr hinten ein Siegel von ihr auf. Da gibt es auch mehrere Siegel. Also ich habe zwei Siegel gefunden. Ihr könnt mit beiden Siegeln arbeiten. Ich habe also beide Siegel auf das Bild drauf gemacht. Ich zeige es euch hier auch nochmal. Das ist wie gesagt einmal, ihr seht das selber, das obere und das untere. Ihr könnt mit beiden Siegeln magisch arbeiten. Sie sind beide auch erprobt. Und ich denke, das könnt ihr auch selber mal ausprobieren. Wie gesagt, Anrufung nur zu Vollmond. Was ihr dafür benötigt in erster Linie, ist Astralsicht, um sie wahrzunehmen, um auch mit ihr zu kommunizieren. Mich hatte mal jemand gefragt, woran erkennt man eigentlich, dass diese Astralsicht, die man hat, um mit anderen Wesen zu kommunizieren, ob das nicht nur Trugebilde oder Einbildungen sind, sondern ob sie wirklich von diesen Wesen kommen. Ganz einfach. Macht euch gar nicht so viel Gedanken darum, macht es einfach. Ihr werdet hinterher feststellen, inwiefern euch da der Verstand einen Streich gespielt hat oder inwiefern dort wirklich Eingebungen von anderen Wesen herkommen. Ich habe damals auch immer, als ich angefangen habe, ganz tierische Angst gehabt, dass ich da irgendwas aufliege oder dass ich da irgendwelche Dinge sehe, die gar nicht da sind. Aber dann kriegt man im Nachhinein mit, dass einem eigentlich Dinge erzählt worden sind, die man gar nicht wissen kann, dass einem Sachen gesagt worden sind, die sich hinterher bewahrheitet haben, oder dass man von anderen Leuten erfährt, was, du hast das auch so gesehen, ich auch, wo man dann wirklich dann irgendwie misstrauisch wird und dann auch sagt, okay, also ganz eingebildet kann man sich das ja nicht haben, und so müsst ihr auch rangehen. Habt ein gesundes Misstrauen, aber hinterfragt nicht alle, sondern lasst einfach vieles auf euch zukommen und auf euch wirken, und da werdet ihr selber irgendwann ein Gespür dafür kriegen, wie ihr selber euren Verstand manipuliert, dass ihr euch dem öffnet. Es ist auch schwer zu erklären, wie. Das ist genauso wie mit dem Pfeifen. Ihr müsst es einfach trainieren. Macht es einfach. Wenn ihr keine Astralsicht habt, dann ruft Lilith an, indem ihr beispielsweise eine schwarze Kerze für sie weiht oder indem ihr im Prinzip ein Gebet für sie macht oder indem ihr mit ihr sprecht. Aber ich denke, um herauszufinden oder um ein wirkliches Verständnis für ein Wesen, ob das nun ein Dämon oder eine Gottheit ist oder was auch immer, müsst ihr einfach versuchen, diese Astralsicht auch in euch zu wecken und zu lernen. Das ist einfach mal verdammt wichtig, und deshalb probiert es einfach. Also wie gesagt, ihr solltet ein Bildchen fertig machen, ihr solltet eine schwarze Kerze parat legen, und an Räucherungen ist es gut, wenn man für sie Styrax benutzt. Ich persönlich stehe auf Styrax-Harz. Wenn man das jetzt nicht zur Hand hat, man kann auch anderes Styrax nehmen. Das ist eigentlich so ziemlich gleich. Packt als Räucherung noch Euraune mit dazu. Das verstärkt das Ganze noch. Und etwas Traumkraut. Traumkraut sorgt dafür, dass das im Prinzip dass diese Räucherung und dass die Energien gerade auch in die Anderswelt gehen. Das könnt ihr beispielsweise auch, wenn ihr zaubert, mit dazu machen. Es hilft sehr, einen Zauber auch zu verstärken. So, es geht hier nicht hierbei auch nicht alleine nur um eine Anrufung von Lilith. Ihr solltet sie, wenn ihr sie ruft, ihr solltet schon genau wissen, warum ihr sie ruft. Nicht wegen irgendwie sie anrufen, um mal zu sehen, was passiert oder was sie denn irgendwie sagt, sondern ihr solltet schon einen Grund haben. Lilith selber ist, finde ich, sehr leicht anzurufen, und ihr werdet auch sehr leicht Feedback von ihr kriegen, eine Resonanz von ihr kriegen. Sowas könnt ihr für Zauber machen. Ich sage mal generell dunkelmagische oder schwarzmagische Zauber. Ich hatte schon gesagt, Lilith, also ich tue mich schwer, sie weder als Göttin noch als Dämonin zu sehen. Ich sehe sie wirklich als Göttin mit dämonischen Eigenschaften. Und ich denke, die Eigenschaften, die man ihr nachsagt, was heute auch vielfach verdrängt wird, die hat sie auch. Die hat sie wirklich. Und Lilith hat
Blinde zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie einem so erscheint, in der Form, in der man sie ruft. Wenn man sie als Dämonen ruft, wird sie als Dämonen kommen. Ich denke, wenn man sie als protosumerische Göttin ruft, wird sie wahrscheinlich auch als solches kommen. Ich habe sie als Dämonin gerufen, aus gutem Grunde, und sie ist auch in dämonischer Gestalt gekommen. Und ich möchte euch aber, wie gesagt, heute sagen, wie ihr sie gerade praktisch auf dunkelmagischem Wege auch bitten könnt, euch zu helfen. So, also wie gesagt, ich würde sie als dämonische Göttin eigentlich sehen. Wir wollen uns heute aber auch der Frage widmen, was können wir machen bei einer Anrufung, wofür können wir sie rufen? Und da würde ich sagen, einfach allgemein dunkle Magie. Erstmal, wenn sie erscheint, wie wird sie euch erscheinen? Ihr werdet feststellen, dass sie euch nicht als Bedrohung erscheinen wird. Das ist nämlich auch ihre große Stärke. Viele Dämonen, wenn man sie ruft, die kommen in einer Form, wo sie ja doch sehr angsteinflößend manchmal sind. Bei Lilith ist das nicht der Fall, im Gegenteil. Sie hat eine wundervolle Ausstrahlung. Mich fasziniert sie. Ich finde sie toll, wenn sie vor ihm steht. Sie hat eine fast kindliche Ausstrahlung. Sie ist vielleicht kaum 1,50 Meter groß. Sie hat anthrazitschwarze Hautfärbung. Wenn man sie genauer anguckt, sie ist wirklich so ähnlich, wie sie oft auf diesem Relief dargestellt wird. Und sie sieht einfach nur total niedlich und süß aus eigentlich. Entschuldige, vielleicht, wenn das Wort jetzt unpassend ist, aber es ist wirklich so. Und sie ist einfach... Also ich weiß nicht, vielleicht sehen das andere Menschen anders, also ich sehe das jedenfalls so. Das ist übrigens auch die große Gefahr, die immer in den Legenden gesagt wird, dass sie halt Männer um den Verstand bringt. Gut, also ich denke, ich habe noch meinen Verstand bei mir und ich finde, sie ist, also sie war mir gegenüber sehr, sehr kooperativ gewesen. Sie ist sehr auf das, was ich wollte, eingegangen und sie hat mir auch wirklich sehr, sehr geholfen und dafür danke ich ihr auch. Was ihr allerdings nicht machen solltet, ihr solltet sie nie anrufen, wenn ihr keinen Grund habt, irgendwie, also einfach mal so. Und ihr solltet sie vor allen Dingen nicht rufen, um zu sagen, dass ihr ihr dienen wollt. Menschen, die das getan haben, mir sind da selber welche bekannt, die das nicht beachtet haben, die haben sich sehr schnell verändert. Weil ich habe schon gesagt, Liliths Ruf kommt in der Gestalt, wie man sie ruft, entweder als Göttin oder als Dämonin oder was auch immer. Allerdings, wie gesagt, wenn ihr meint, ihr dient, ihr wollt ihr dienen, wird sie genau diese Eigenschaften in euch wecken, die euch vielleicht, also auf jeden Fall Eigenschaften, die euch sehr verändern und die ihr eigentlich immer gedeckelt habt. Also ich habe es eigentlich nur gemerkt, dass Menschen, die sie gerufen haben und ihr dienen wollten, dann wirklich sehr, sehr, sehr bösartig geworden sind. Und deshalb, das müsst ihr auch gar nicht tun, das verlangt auch keiner. Also wie gesagt, das ist wirklich eine Vorsichtsmaßnahme, behaltet sie einfach mal ein bisschen im Hinterkopf. Und wenn ihr allerdings meint, ihr müsst das tun und ihr fühlt euch dann besser und es ist euer Weg, dann macht es natürlich. Es steht euch natürlich frei. Aber wie gesagt, ruft sie. Räuchert schön und versucht sie wirklich mit eurer Astralsichtigkeit wahrzunehmen. Und dann könnt ihr eigentlich mit ihr schon versuchen, Kontakt aufzunehmen. Fragt sie, sagt ihr, was ihr möchtet und fragt sie, was sie als Gegenleistung dafür haben möchte. Ich kann nur so sagen, das, was immer landläufig von irgendwelchen Leuten erzählt wird, die davon keine Ahnung haben, es ist Blödsinn. Ihr müsst nichts, ihr müsst weder eure Seele verkaufen noch sonst irgendwas, noch müsst ihr euer Leben wegwerfen oder sonst irgendwas, völliger Blödsinn. Zu mir hat sie beispielsweise einfach nur gesagt, weihe mir eine Kerze und mach schwarze Zauber damit. Und das war nicht nur was ich für sie tun sollte als Gegenleistung, sondern es war noch im Prinzip eine Belohnung und ein Geschenk. Weil genau das war es eigentlich auch, was ich auch nebenbei brauchte. Und genau das ist das, was mir auch wirklich zu dem Zeitpunkt auch echt gefehlt hat. Also wie gesagt, ich kann da überhaupt nicht sagen, dass da irgendwie eine Gefahr dahinter gewesen ist oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, macht selber eure Erfahrungen. So, wie gesagt, für was könnt ihr sie rufen?
Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, für was ich sie gerufen habe. Ich hatte meine guten Gründe gehabt. Ich sage euch gleich, Gottheiten oder Dämonen denken in anderen Dimensionen, in anderen Ebenen. Das, was vielleicht für Menschen nicht nachvollziehbar oder sogar verwerflich ist, ist in anderen Welten nicht der Rede wert. Und es ist auch so, dass beispielsweise, das hatte ich schon mal in manchen Videos gesagt, niemand, der in irgendeiner Form schwarzmagisch tätig ist, wird irgendetwas tun, ohne dass er sich nach hinten rum abgesichert hat. Und weil die Begünstigten, die das ausführen, die haben ihre Wächter, die haben ihre Gottheiten und auch dämonischen Wesen, die sie beschützen und die natürlich auch zu sehen, dass es ihnen gut geht. Und ich denke, diese ganze Panikmache von Seiten, gerade die auch aus anderen Religionen kommt, die ist in vielerlei Hinsicht unbegründet. Es muss immer ein Ausgleich gegeben sein, ein Ausgleich zwischen hell und dunkel, zwischen schwarz und weiß. Das ist das, was diese Welt auch in ihren Fugen hält, zusammenhält. Wenn dieser Ausgleich nicht mehr gegeben ist, würde die ganze Welt auseinanderfallen. Aber wie gesagt, ganz abgesehen davon, wir kommen wieder von unserem Thema ab. Wenn ihr sie ruft, wie gesagt, mit der Räucherung, habt ihr da gute Möglichkeiten. Ihr könnt sie wirklich um dunkelmagische Sachen bitten und auch um Sachen, die wirklich sehr heftig sind. Wenn mit ein bisschen Glück wird sie euch dabei unterstützen. Ihr könnt beispielsweise für die Wirksamkeit des Zaubers, ihr könnt sie auch fragen, ob ihr ein Datum festlegen könnt. Ich hatte beispielsweise meinen Zauber, hatte ich auch datumsmäßig versehen. Ich habe dann gesagt, in den nächsten 6 Wochen, 6 Tagen und 6 Stunden soll er sich erfüllen. Und dass er eingeschlagen hat, habe ich bereits einen Tag später gesehen. Und das ist wirklich unglaublich eigentlich, wie schnell man merkt, bei solchen mächtigen Wesen, wie schnell sich Dinge umsetzen. Es ist wirklich fantastisch. Tja, also wie hat Lilith mir eigentlich geholfen in dem Zauber, den ich gemacht habe? Ich hatte ein Sigill fertig gemacht gehabt und sie hat es dann und dann nochmal drauf geguckt und hatte mir also erstmal gesagt, wie ich das verändern soll, wie ich das Sigill verändern soll, dass ich es etwas anders zeichnen soll und wie ich den Ritus zum Abschluss bringe. Und durch Dinge, wo ich von selber gar nicht so drauf gekommen wäre übrigens. Ja, das ist eigentlich auch ein gutes Beispiel, wie ein Wesen aus anderen Welten dann auch helfen in der Magie. Und gerade Lilith, sie steht für die Magie an sich, für die dunkle Magie. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie den Drang verspürt, sie zu rufen, macht das. Macht das. Und beherzigt sich zwar die Vorsichtsmaßnahmen, aber seid auch nicht panisch. Sondern seht es als Erfahrung, die vor euch liegt. Als Erfahrung, die ihr euch eigentlich im Leben nur weiterbringen kann. Ja, das ist eigentlich das, was ich euch zu Lilith sagen wollte. Und wenn ihr sie ruft, wenn ihr Zauber machen wollt, auch wenn ihr dunkle Zauber macht oder schwarzmagische, wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Erfolg. Seht zu, dass ihr das in erster Linie mit euch selber abklären könnt, ob es richtig ist. Und hört nicht so viel auf eure Ängste, sondern hört auf eure Kraft und auf den Ruf, der in euch steckt. Und dann setzt es um. Denn geht nach dem, was ihr euch wünscht, nach euren Zielen. Und ich denke, bei bestimmten Dingen, bei bestimmten Zaubern kann euch Lilith bestimmt sehr gut weiterhelfen. Und kann euch helfen, nicht nur euren Weg zu finden, sondern auch den Weg, den eure Zauber gehen sollen, umzusetzen. In diesem Sinne seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal.